Wenn man Überraschungen will, darf man Teamchef Koller nicht nach der Aufstellung fragen. Die einzige Überraschung ist, es ist aber keine Überraschung, Alessandro Schöpf im zentralen offensiven Mittelfeld statt des verletzten Zlatko Junuzovic. Warum gerade diese Aufstellung? Ja, weil es aus unserer Sicht am besten passt. Ja. Sie passt am besten gegen eine irische Mannschaft, deren Stärke in der Defensive liegt. Wie wollen Sie diese Defensive knacken? Ja, wir brauchen natürlich viel Geduld. Es wird wichtig sein, dass wir auch gut kombinieren, dass wir ein gutes Passspiel haben und immer wieder versuchen, Druck aufzusetzen. Geduld und Druck ist das eine, das Defensivverhalten, das Sie mit Sicherheit angesprochen haben, auch im Vorfeld dieser Partie ist das andere. Wie soll dieses Defensivverhalten besser werden als in den ersten drei Spielen in dieser Qualifikation? Ja, das ist allgemein und immer eine Bereitschaft, die jeder Einzelne zeigen muss. Und das sind dann eben vielleicht dann halt 10 Meter, die er vorher schon zurücklaufen sollte, um den Raum zuzumachen. Das ist auch ein Wahrnehmungsproblem und eben auch ein Bereitschaftsproblem. Und das ist meistens nicht da, wo der Ball ist, sondern unabhängig vom Ball. Das kann auf der anderen Seite sein und da ist wichtig, dass man sich orientiert, dass man wahrnimmt, was passiert um mich herum, wo steht der Gegner und wo ist mein Mitspieler, wo muss ich hinkommen. Und das ist halt ein ständiges Aufmerksam zu sein und zu schauen, was abgeht im Spiel.